Hoch oben am Himmel, an der Wegkreuzung zu den Planeten Mars und Venus, in der Nähe der Milchstraße, hat der Stern Silberweiß seit vielen Millionen Jahren seinen angestammten Platz. Was hat er nicht alles in dieser Zeit erlebt und gesehen? Er kannte die alte Erde, als sie noch kahl und unbewohnt schien. Er hat die ersten Meere und Flüsse entstehen sehen. Er staunte über die ersten Wesen, die mehr Affen als Menschen glichen. Sie liefen damals noch meist auf allen Vieren. Er hat das erste Grün auf Erden gesehen, die ersten Behausungen der Menschen unter und über der Erde. Er hat neue Kontinente entstehen sehen, Vulkanausbrüche erlebt und selbst oben im Himmel die Erdbeben gespürt. Er hat Zeiten erlebt, als sich Tiere, Dinosaurier, die so groß wie Häuser waren, durch riesenhohe Farnwälder bewegten. Silberweiß sah das erste Feuer, das Menschen entzündeten. Später sah er, wie die vielen Sklaven der Pharaonen die Pyramiden in Ägypten bauten. Die Totentempel der Könige sind aus so vielen Steinen aufgeschichtet, dass kein Mensch sie je zählen kann. Silberweiß sah, wie in China eine große Mauer gebaut wurde, die das ganze Land umschloss. Er erlebte die ersten Städte, in deren hohen Häusern Menschen auf kleinstem Raum zusammenleben. Große Straßen, die die Landschaften durchschneiden, wurden gebaut. Auf ihnen rollten ohne Unterlass unzählige Autos. Später sah er, wie unter ihm am Himmel silberne Dinger flogen. Es waren Flugzeuge, die bald den Himmel wie Fliegen bevölkerten. Silberweiß hat so viel gesehen und erlebt, Schönes und Trauriges. Viele Millionen Jahre war es am Himmelsplatz von Silberweiß recht ruhig. Alle paar Jahrhunderte sauste ein Meteor, eine Feuerkugel, eine Sternschnuppe vorbei oder ein Komet mit seinem flammenden Feuerschweif. Es hat dort alles seine Ordnung. Eines Tages geschieht etwas Ungeheuerliches. Ein großer Stern schaut zu neugierig auf das unruhige Geschehen der Erde und fällt dabei plötzlich aus dem Himmelsnetz. Er fällt und fällt und fällt. Das Fallen scheint kein Ende zu nehmen. Der Stern fällt auf einen hohen, gezackten Berg. Dort zerbricht er in viele Stücke. Er weint und jammert. Da erbarmt sich die Sternenkönigin. Sie schickt zur Nacht Silberweiß zur Erde, zu dem Berg. Stück für Stück soll er den zerbrochenen Stern wieder zurück zum Himmel holen. Und so geschieht es. Silberweiß fliegt zur Erde und nimmt das erste Stück des Sterns in seine Arme. Die Arme werden ihm ganz schwer. Fühl mal, wie schwer sie sind. Auch sind die Schultern unter der Last schwer geworden. Fühl.
fühl mal, wie schwer sie sind. Der ganze Körper ist schwer geworden. Fühl mal, wie schwer er ist. Silberweiß muss sich recht plagen, bis er alle Stücke des Sterns zum Himmel zurückbringen kann. Davon wird ihm ganz warm. Sein Körper ist warm geworden. Fühl mal, wie warm er ist. Müde ist der Stern Silberweiß geworden. Ganz müde. Er legt sich in eine schneeweiße Wolke. Dort ist es weich und warm. Silberweiß liegt nun ganz ruhig und entspannt. Die Ruhe strömt wie ein Fluss durch seinen Körper, Geist und seine Seele. Während Silberweiß ruht, fügt die Sternengöttin die Stücke des neugierigen Sterns wieder zusammen. Die anderen Sterne helfen ihr, ihn blank zu putzen, so dass er wieder strahlt und leuchtet. Der gerettete Stern ist glücklich und dankbar für die Hilfe, die ihm zuteil wird. Silberweiß aber wird zum Schutzengel für die Kinder der Erde ernannt. Er fühlt sich sehr geehrt. Er bleibt nun an seinem Platz, von dem er eine gute Sicht zur Erde hat. Nichts entgeht ihm. Alles kann er sehen. Wenn du am Abend zum Himmel schaust, kannst du ihn sehen. Es ist ein besonders leuchtender, strahlender Stern.